Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei der Mission Beautiful. Heute dreht sich alles um das Thema Aromatherapie und wie ihr das in euren Alltag integrieren könnt, dass dieser positiv beeinflusst wird. Und da kommt das Thema Aromatherapie ins Spiel. Bei Avon gibt es nämlich jetzt die Planet Spa Aromatherapie Serie. Ich werde euch die drei Serien jetzt mal vorstellen, wofür die gut sind und für welche Momente im Alltag die vielleicht ganz gut geeignet sein könnten. Falls ihr morgens eher der Typ Morgenmuffel seid, kann ich euch die Planet Spa Aromatherapie Energize Serie ans Herz legen. Das ist zum einen das Body Mist, also ein Körperspray, was ihr aber auch einfach als Raumspray nutzen könnt. Und in diesem Spray ist italienische Bergamotte, dann Zitrone und auch Essential Oils enthalten. Das heißt, ihr habt eine ganz, ganz tolle Mischung, die super erfrischend ist und demnach perfekt, um in den Tag zu starten. Und ich finde den Geruch super angenehm. Ist einfach super frisch. Passend aus der Reihe Energize gibt es auch noch die Handcreme. Die ist auch mit den Inhaltsstoffen italienische Bergamotte, Zitrone und den Essential Oils. Natürlich spendet sie Feuchtigkeit, glättet die Haut und ich finde, die regt die Sinne total an mit diesem Zitronenduft. Es riecht so erfrischend, also finde ich total, total angenehm. Wo ich mir die Linie Energize aber auch sehr, sehr gut vorstellen kann, ist in Verbindung mit dem klassischen Mittagstief, wenn man gerade nach dem Mittagessen einfach nicht hochkommt. Und ich finde, da können Düfte generell total hilfreich sein. Denn Düfte allgemein beeinflussen die Wahrnehmung ja total intensiv. Düfte lösen einfach sehr, sehr viel in einem aus, wie ich finde. Deswegen macht es schon Sinn für je nach Stimmung den Duft auch anzupassen. Seid ihr jetzt aber eher das Team, ich bin gestresst am Morgen und muss irgendwie runterkommen, gibt es auch noch die Linie Calm, sprich beruhigende Inhaltsstoffe. Wir haben hier bei dem Aromatherapy Calm Body Mist mit Eukalyptus und auch essentiellen Ölen aus Minze. Dadurch hilft es runterzukommen, abzuschalten und zu entspannen. Ich rieche das jetzt auch nochmal für euch. Ja, das ist ganz, ganz anders als zum Beispiel das Energize von eben und erinnert mich total an so einen Spa-Geruch, also sowas super Edles, ganz Entspanntes, genau das, was wir auch damit erreichen möchten. Und aus der Serie gibt es auch noch die passende Handcreme, die habe ich jetzt hier gerade nicht, aber die könnt ihr euch auch mal anschauen. Die hat den gleichen Geruch, der Gelassenheit verleihen soll und einfach ein bisschen zum Runterkommen. Und ich finde tatsächlich zwischendurch, selbst wenn man sich mal nur 5 Minuten für sich nimmt, was meiner Meinung nach total wichtig ist in dieser Thematik, seien es 5 Minuten am Morgen oder 5 Minuten mal zwischendurch, dass man sich ein bisschen Me-Time schenkt und mal die Handcreme drauf macht und die einen schönen Duft hat. Ich finde, das kann dein Bewusstsein schon total positiv beeinflussen. Meiner Meinung nach sind es wirklich die kleinen Dinge, die den Unterschied machen im Alltag, dass man wirklich zufrieden ist und sich gut fühlt in der eigenen Haut. Das Gute an den Produkten finde ich ebenfalls, dass sie super schnell und flexibel einsetzbar sind. Also sie sind perfekt für unterwegs. So eine Handcreme könnt ihr immer mit dabei haben. Wobei in der Linie wird es auch bald noch sowas wie Duftkerzen geben oder Aromaöl, was dann perfekt für zu Hause ist. Und so zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt das Aromatherapie-Spray Calm für unterwegs haben und ihr seid irgendwie gestresst im Office, dann könnt ihr das auch einfach da einsetzen. Jetzt stelle ich euch die letzte Linie vor, die perfekt dafür geeignet ist, wenn ihr euch abends etwas Zeit für euch nehmen möchtet. Und zwar ist das die Linie Beauty Sleep. Die finde ich persönlich besonders schön, weil ich liebe einfach den Duft von Lavendel und die ganze Linie ist genau davon geprägt. Fangen wir einfach mal auch mit der passenden Handcreme an. Wie ihr seht, die Größe ist auch nicht zu groß, deswegen perfekt für unterwegs. Die ist mit französischem Lavendel und Essential Oils von der Camomille. Die riecht so angenehm nach Lavendel. Also ich liebe das eh total. Jetzt für den Herbst-Winter finde ich Lavendel sowieso den allerbesten Duft überhaupt. Pflegt natürlich gut mit Feuchtigkeit, jetzt gerade für den Herbst-Winter super wichtig. Und Lavendel hat einfach eine sehr, sehr entspannende Wirkung, wie ich finde. Und da haben wir in dieser Serie von Beauty Sleep das Spray, was in diesem Moment dann kein Körperspray ist, sondern das ist jetzt besonders als Kissenduft gedacht. Das heißt, ihr macht es wirklich kurz vorm Schlafengehen auf eure Bettwäsche. Lavendel ist einfach dafür bekannt und auch Kamomille, das ist sehr, sehr beruhigend für Körper und Geist ist und deswegen diesen Duft kann ich sehr empfehlen. Passend aus der Serie haben wir auch noch die Beauty Sleep Face Mask. Die ist eine Übernachtmaske. Ich trage die auch super gern etwas
dicker auf, dass meine Haut über Nacht wirklich alles einziehen kann, was sie benötigt. Und am nächsten Tag wasche ich mein Gesicht ganz normal ab und habe eine super strahlende Haut. Und die ist auch mit Lavendel und mit Kamomille. Die beruhigt die Haut, schenkt super viel Feuchtigkeit über Nacht und hilft dabei bei der Regeneration. Wie ich eben schon gesagt habe, ist für mich Wohlbefinden im Alltag, können ganz kleine Dinge sein. Und so liebe ich es zum Beispiel, vor dem Schlafen gehen, duschen zu gehen und danach mich mit einer tollen Bodylotion einzucremen. Und da habe ich von der Aromatherapy Beauty Sleep Reihe den Body Moisturizer. Der riecht genauso gut wie der Rest aus der Serie. Und normalerweise vergesse ich super oft, mich einzucremen. Aber hier ist es so, durch den Duft entspannt mich das so sehr vorm Schlafengehen, dass ich das super gerne mache. Und der Duft ist trotzdem nicht zu prägnant. Also man riecht es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, das ist mir jetzt too much. Meine Hände sind jetzt auf jeden Fall samtweich und riechen unglaublich gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Thema, dass Düfte einfach euren Körper beeinflussen können und eure Stimmung beeinflussen können. Und ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da in den Kommentaren drüber austauschen. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!